Olympia-Nippelblitzer, Faux Spaß bei Frankreichs Eistanzkür. Busenblitzer bei Olympia. Das französische Eistanzpaar und zeigte eine faszinierende Darbietung bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Doch während der aufwendigen Kür passierte es, Kleid riss und sie entblößte somit unfreiwillig aller Welt ihre Brust. Der Neckholder der schönen Französin riss während der Show, so dass nicht nur die Oberweite seiner hübschen Kürpartnerin sehen konnte, sondern gleich alle Zuschauer weltweit. Das hatte sich die 22-Jährige wohl anders vorgestellt. Doch der Profi ließ sich trotz des Kleid Faux Spaß nichts anmerken und meisterte die Situation gekonnt. Sie lächelte mit ihrem Eistanzpartner um die Wette und tanzte selbstbewusst bis zum Schluss. Am Ende verbeugte sie sich sogar und zuppelte erst dann zum ersten Mal an ihrem Kleidchen und versteckte ihre zuvor entblößte Oberweite. Es hat mich ganz schön abgelenkt. Mein schlimmster Albtraum bei den Aber ich habe mir gesagt, du musst jetzt einfach weitermachen, erklärte nach ihrem Auftritt gegenüber BBC.